Das Universitätsklinikum des Saarlandes versorgt die Patienten mit dem gesamten Spektrum moderner, nuklearmedizinischer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Sie ist die größte Einrichtung ihrer Art in Südwestdeutschland. Die PSMA-Therapie ist eine Behandlung, die natürlich in aller Munde ist für das Prostatakarzinom, also den Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium. Und die Therapie ist dann häufig tatsächlich so einsetzbar, dass sie die Tumorläsion zu einem großen Teil zerstören kann. Ich weiß, dass ich natürlich nicht geheilt werden kann, aber mir die Lebensqualität zu erhalten, ich kann heute fast alles wieder tun, was ich vorher schon als gesunder Mensch getan habe. Das Interessante ist, dass man, wenn man die PSMA-Therapie in den Fällen, in denen sie scheinbar nicht mehr greift, dann kann man doch durch bestimmte Manöver erreichen, dass sie dann noch wirkt, gleichzeitig aber tatsächlich den Patienten Nebenwirkungen ersparen kann. Ich hatte ja dann auch schon eine Chemotherapie nach den ganzen Behandlungen in der Biomed-Klinik erhalten. Das war eine der schlimmsten Zeiten, die ich erlebt habe. Vorher hatte ich das Leben eigentlich, wenn ich das so sage, sehr direkt fast nicht mehr lebenswert. Ich hatte enorme Schmerzen. Musste den ganzen Tag über Schmerzmittel nehmen. Das ist der ideale Zugewinn, also ein Zugewinn an Lebenszeit, ohne, sage ich mal, einen Großteil dieses Zugewinnes mit schlimmen Nebenwirkungen zu verbringen. Und jetzt nochmal diesen positiven Schub, das hat mich natürlich begeistert und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Bin mittlerweile 75 Jahre alt. Und freue mich, so aktiv leben zu können. Ich denke auch, dass wir mit unserer Behandlungsmethode, mit der wir Strahlung an den Ort über molekulare Mechanismen an den Ort bringen, wo sie sein soll, nämlich da, wo der Tumor ist oder die Tumorläsion sich befindet, und nur dort strahlen und das gesunde Gewebe sozusagen drumherum völlig schonen und nicht mit bestrahlen, dass man durch diese Form der gezielten Bestrahlung über einen Mechanismus, über einen ganz gezielten Mechanismus, molekularen Mechanismus, die Strahlung dorthin zu bringen, dass man darüber der ideale Partner auch darstellt für immunologische Ansätze, die häufig einen gewissen Kick oder Reiz sehr gut gebrauchen können, dass also Tumorzellen an Ort und Stelle bestrahlt werden, zum Beispiel von innen bestrahlt werden, kaputt gehen, zum Teil kaputt gehen und dort einen gewissen Kick geben für das Immunsystem. Ich bin ja nach 4 Behandlungen schon total schmerzfrei gewesen. Ich bin wieder gelaufen. Ich habe ab und zu mal darauf gewartet, dass irgendwelche Nebenwirkungen kommen. Sie war nicht da, sie war nicht spürbar. Einfach nur positiv. Man kann für die PSMA-Therapie sagen, dass wir so ein exzellentes Ergebnis haben, dass diese Therapie natürlich extrem beliebt wird. Die PSMA-Therapie ist ein neues, vielversprechendes und nebenwirkungsarmes Verfahren zur Behandlung von Metastasen des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms.